Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Sonne ist ein ganzes Stückchen weitergezogen, denn wir haben so ein bisschen die Meinung ausgetauscht, die Assistenz und ich, über dieses Spiel. Und bisher sind die Meinungen eigentlich ganz gut. Außerdem wurde ich mal eben kurz zwischen der letzten und dieser Folge, wurde ich angegriffen von diesem Viech. Wir haben es eiskalt getötet. So, jetzt haben wir schon mal einmal Fell der Raubtierklasse 1. Wir brauchen noch Knochen der Raubtierklasse 1 und mehr Fell. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Ein paar weitere Raubtierklassen 1. Ging soweit ganz gut. Wir wurden nicht verletzt oder ähnliches. Größte Problem aktuell ist definitiv das Futter. Müssen wir mal gucken, wo wir das noch herbekommen. Wir können uns sicherlich ein Feuerchen machen und dann einmal das Fleisch braten. Was ist das? Sieht mir ein bisschen nach Erz aus. Sammeln wir aber erstmal nicht. Da vorne ist doch noch so ein Raubtier Klasse 1, oder? Hallo? Bist du ein Raubtier Klasse 1? Ihr seid zu zweit. Okay, den haben wir erwischt. Und den nehmen wir auch fröhlich auseinander. Oh, was war das? Achso. Knochen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall mehrere töten. Eins oder zwei reichen da nicht. Wo ist der hin? Da ist einer. Und der kommt auch scheinbar direkt auf uns zu und will uns töten. Aber wir töten ihn. Und nicht genug Ausdauer, das ist eher schlecht. Kommt der zweite jetzt auch noch, oder? Ne, der scheint weiter weg zu sein. Okay. Auch wieder ein bisschen Fleisch. Mir gefällt durchaus auch hier das Sumpfige. Jetzt fängt es an zu regnen. Da vorne ist noch einer. Wir müssen ja nicht im Wasser kämpfen. Hallo, mein Freund. Uff. Ich weiß gar nicht, ob wir aktiv ausweichen können oder so. Okay, wir haben... Uns fehlen noch die Knochen. Okay, durch den Regen werden wir jetzt auch dauerhaft nass. Hier gibt es sowas wie einen Weg. Sieht ja fast aus, als würde hier ein Wagen lang gefahren. Als wäre hier ein Wagen lang gefahren. Hallo? Mein Freund? Okay. Den haben wir auch. Uns fehlen noch immer Knochen. Die Viecher sind alle knochenlos. Aua. Wo kam der denn her? Unser Messer geht auch langsam kaputt. Wir könnten natürlich auch mal andere Waffen nutzen. Wir haben ja gelernt, dass die Gegner auf unterschiedliche Waffen unterschiedlich reagieren. Wobei das mit dem Messer bisher ganz gut ging. Ich würde allerdings ganz gerne... Sieht auch interessant aus, ne? Diese Türme. Ich würde allerdings ganz gerne... die Knochen noch dabei haben. Seid ihr? Ihr seid einfach nur... eine... Ihr seid Beutetier Klasse 1. Okay, hier haben wir auch Knochenbeutetier Klasse 1. Wir brauchen aber Raubtiere, also das scheint wohl hier. Das scheint wohl hier unser Ziel zu sein. So, eigentlich wollte ich eine andere Waffe nutzen. Machen wir auch gleich mal. Beziehungsweise ein anderes Werkzeug, das als Waffe.
entstellt wird. Ich habe wohl scheinbar einen Knochen übersehen. Ich spam einfach immer E und wenn er nichts mehr aufhebt, dann denke ich, es wäre vorbei. Denn ich spiele natürlich blind. Hatte ich ja auch gesagt am Anfang der ersten Folge. Ich habe keine Ahnung. Und somit spiele ich blind. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt wirklich rein möchte, ehrlich gesagt. Ich muss mal erstmal mich um das kümmern, was wir gerade machen sollen. Okay, das funktioniert nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein Messer nutzen. Fleischknochen. Irgendwie sind wir... Ja, wir sind nass. Ich wollte gerade sagen, wir werden gar nicht mehr nass, aber doch, wir sind nass. Und dadurch haben wir jetzt den Debuff, dass wir nicht mehr so schnell Ausdauer regenerieren. Das ist natürlich eher suboptimal. Ich überlege gerade eine Axt. Vielleicht mal mit einer Spitzhacke die Viecher zerlegen. Sound des Gewitters gefällt mir auch gut. Guck mal, da liegt noch was. Ach, das leuchtet auch so schön. Das ist doch gut. Warte mal. Knochen, siehst du? Jetzt haben wir sie alle. Jetzt müssen wir provisorische Kapuzenpelerine herstellen. Ja, das liegt daran, dass wir so lange gebraucht haben. Herstellen. Provisorische Kapuzenpelerine. Herstellen. Zack. Haben wir. Healing Salve nehmen. Salve nehmen. Gebratenes Fleisch nehmen. Die kann ich doch bestimmt ausrüsten. Und jetzt sind wir hoffentlich nicht mehr so lange nass. So hoffe ich zumindest. Wir behalten aber den Debuff. Schäbiger NTTC-Mantel. Wasserspinat. Stöcke. Müssen auf jeden Fall wieder was essen. Wir könnten uns eventuell irgendwo mal einen Unterschlupf bauen, ne? Das machen wir mal gerade. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier erstmal einen Unterschlupf hin und schauen dann mal, ob wir uns mal eben Feuerchen machen können. Passt es hier irgendwo da? Hier passt es. Schief und krumm. Ressourcen automatisch. Zelt aus Stöcken, sammeln, was? Moment, was übersehe ich? Wieso baut er das nicht fertig? Steht es zu schief, das Ding? Ach, ich darf nicht drinstehen, jetzt verstehe ich. Aber ist ja auch cool, dass man es so leicht schief stellen kann, ne? Setzen. So, hier drin sind wir nicht mehr nass. Hier können wir doch bestimmt auch ein kleines Feuerchen bauen. Platzieren. Bauen wir uns hier mal ein Feuerchen hin. Immer schön direkt unter dem trockenen, beziehungsweise trocken ist momentan nicht, aber auf jeden Fall unter dem Reisig und ähnlichem Brennstoff hinzufügen. Machen wir mal, können wir hier irgendwie die Hälfte oder sowas? Shift. Ja, okay. Shift gedrückt halten, einfach rüberziehen. Anzünden. Und einmal Gegenstand herstellen, gebratenes Fleisch automatisch auffüllen. Wie viele wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall direkt 6. So, das sieht doch gut aus. Sieht mir aber nicht so aus, als würde der Brennstoff ausreichen. Schmeißen wir das mal noch mit dazu. Boah, trotzdem ein bisschen undicht hier das Dach, ne? Also nass sind wir nicht mehr, aber... Aber es sieht tatsächlich... Ich wollte gerade sagen, es sieht ein bisschen weniger hier unterm Dach aus, aber nee. Hier regnet es eindeutig rein. Gegenstände sammeln. So, jetzt haben wir das Fleisch. Kannst du das einmal reinziehen? Wunderbar.
Jetzt müssen wir Healing Salve. Müssen wir uns einmal nehmen. Ich bin mir nicht so sicher, wo wir das finden. Kochen. Hier. Da finden wir es. Wir brauchen dafür Knochen und Fasern. Hatte ich das hier übersehen? Auslöschen, Gegenstand herstellen. Hier, da habe ich es übersehen. Automatisch füllen. Mal wieder volle Pulle. Herstellen. Verdammt. Jetzt haben wir es abgebrochen. Mit Fleischfeuer. Warte mal, können wir aber hier... Okay, wir müssen das vorherige abbrechen, wie es aussieht. Jetzt können wir das Fleisch wieder herstellen. Wunderbar. Und haben wir den ganzen Kram jetzt auch direkt im Inventar? Eigentlich ja nicht, ne? Fabelwesenfleisch. Huh. Gegenstände sammeln. Drück noch ein bisschen die falschen Tasten, aber ist ja nicht so wild. Moment, was haben wir jetzt eingesammelt? Haben wir jetzt... Essenzstaub nehmen. Gewinnen Sie aus Gegenständen in Ihrem Inventar lebenswichtigen Essenzstaub. Okay. Wo ist denn jetzt aber Wasserspinat, Steine, schäbiger NTTC und so weiter, Samen, Pflanzenfaser, Fabelwesenfleisch, Fell? Achso, ich verstehe. Ich verstehe. Das hängt also hier unten rum. Das ist nicht eins. Wir haben... Ja klar, logisch, das ist nicht eins. Hier die Werkzeuge sind ja auch nicht nochmal im Inventar zu finden. Also es ist tatsächlich unser Werkzeug, Gürtel und Proviantbeutel, nenne ich es jetzt einfach mal. Das hier ist unser extra Inventar und dann haben wir nochmal hier unten zwei kleine Inventare sozusagen. Das ist gut, wir können uns hiermit heilen. Wir könnten aber auch nochmal was essen und wir könnten auch hier Rechtsklick drauf machen und extrahieren. Dafür bekommen wir 59 mal Essenzstaub. Wir nehmen mal nur die Hälfte in etwa. Nutzen Sie Essenzstaub, um abgenutzte Werkzeuge oder Kleidung in Ihrem Inventar wiederherzustellen. Kann ich das... Ah, das kann ich hier unten auch direkt reparieren? Okay. Erledigt. Also wir brauchen nur Essenzstaub dafür. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Jetzt sollen wir zu Puck zurückkehren. Ich habe keine Ahnung, wo Puck ist. Haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte. D4, D5, versenkt. Ja, aber wo Puck ist, keine Ahnung. So, wir gucken ja einmal rein. Nehmen uns den Kram einmal mit. Und dann ziehen wir einmal weiter. Achso. Schön. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith... A temporal realm of abeyance awaits, and so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words. Oh, das ist ja... Den Wald, die Wüste oder den Sumpf? Oh, das ist recht schwierig. Also... Ich glaube, optisch gefällt mir der Sumpf am besten, aber der ist, glaube ich, am nervigsten, was das Wasser angeht. Wüste ist sehr heiß, der Wald scheint am angenehmsten zu sein, was das Klima angeht. Ich nehme trotzdem den Sumpf. Ich nehme den Sumpf. The awe of the fen. Die Ehrfurcht des Moors durch den Sumpfnebenweg. Quest abgeschlossen. Play your cards, but beware.
The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Show no mercy. Die Gebundenen werden stürmen, okay? Also jetzt scheint uns, wenn wir das nächste Portal öffnen, scheint uns etwas zu erwarten. Wir werden wohl nicht einfach so dadurch latschen können. Ja, hier ist noch ein bisschen Fleisch, habe ich ja schön viel liegen lassen, ne? Oder es war eine der kleinen Ratten, die das größere Viech getötet haben. Ich würde nochmal kurz hier eben was herstellen. Automatisch auffüllen. Maximum herstellen, bitte. Das kann nicht schaden, auf jeden Fall. Können wir irgendwo das Portal sehen? Ich glaube, auf der Karte ist es nicht zu sehen, ne? Hier doch, da. Da ist das Portal. Ja gut, dann müssen wir uns da ja nicht großartig stressen, ne? Gegenstände sammeln. So. Gut. Dann zischen wir mal weiter. Hauen uns mal noch hier eben... Wobei, wollen wir vielleicht... Ich nutze mal kurz hier den Unterschlupf noch, ne? Ich würde ganz gerne... hier. Guck mal, da scheint es einen Bonus durch den Kochtopf zu geben. Oh, uns fehlt ein Stock. So, kurze Ruhezeit. Zack. Okay. Jetzt sind wir wieder voll erholt. Sagt mal, wie sieht denn eigentlich hier unsere Rüstung aus? Die hat maximale Gesundheit 5. Das hier hat maximale Gesundheit 11. Widerstand gegen Regen, Hitze und so weiter sind 5%. Robustheit 40. 2,5. Robustheit 50. Okay, die hat eine minimal höhere Robustheit. Aber ich glaube... Theoretisch könnte das weg. Machen wir aber erstmal nicht. Ich will erstmal alles behalten, was wir so behalten können. Vielleicht können wir das irgendwie so als kleines Andenken irgendwo in unsere zukünftige Base hängen. Unseren alten Mantel. So, jetzt komm mal her. Jetzt will ich dir mal mit der Spitzhacke hier in den Kopf hauen. Ja, das... Das ging grundsätzlich jetzt nicht so schlecht, möchte ich meinen. Punkte Schaden waren das, glaube ich, gerade, oder? So irgendwie Anfang 20. Wir gehen mal hier hoch, mal gucken, was es hier gibt. Oder eine Erinnerung oder ähnliches. Eine weitere Story. Ah, hier muss man sich also auch richtig umgucken. Das finde ich gut. Hoffnungsecho, so. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. 19. Dezember 1889, noch immer. Sambungan. Die Blässe hat die Stufen des Gebäudes erreicht. Moment. Nein, ist eine andere Geschichte. Die Blässe hat die Stufen des Gebäudes erreicht, an dem wir uns das erste Mal trafen und schüchtere Blicke und gemurmelte Worte austauschten. Jenes Gebäude, vor dem ich nun die ganze Zeit gewartet habe. Doch ich muss eine Wahl treffen. Auf einer Seite rückt die Blässe drohend näher, auf der anderen befindet sich ein Portal in unbekannte Gefilde. Jenseits des Portals und in die Welten finde ich vielleicht andere Menschen. Vielleicht haben sie zufällig Sita getroffen und können mir sagen, wo ich sie finden kann. Sama! Dann scheinen die Brüder zu sein. Spinnt ihr ein bisschen? Jetzt braucht ihr auch nicht so rumzappeln, ey. So, dann können wir aber direkt mal herausfinden, wo wir die Stories jetzt noch nachlesen können. Hör mal. So, wo können wir denn jetzt, Soziales? Nein. Karte, Handbuch, Tagebuch, Glossar.
Codex? Ein alter Freund, verschiedenes Hermetiker-Handbuch. Fälle verschiedenes aus dem Mehrtagebuch Herausforderung. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt. Bauen und herstellen, das ist. Spielanleitung ist auch klar. Sag mal, kann man die nicht wieder aufrufen? Diese Geschichten? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Das muss doch irgendwie gehen. Oder tauchen die nach einer Weile wieder auf? Ich sehe es nirgends. Das ist schade. Das ist schade. Naja, vielleicht finden wir das noch heraus. Was haben wir hier? Oh, ein bisschen Zinn. Ich finde es auch gut, wie wir die ganze Zeit das Fleisch so nebenbei noch da in der Hand haben, wie so eine kleine Stulle. Mann, oh Mann. Ach, ne. Guck mal, es sieht aus wie so ein Fluggerät. Ist ja cool. Dann gehen wir auf jeden Fall mal noch eine Etage höher. Da hinten ist das Portal. Und wir hauen uns einfach mal was zu essen rein. Oh, eine Truhe. Menschentruhe. Amphibienkarte. Spiele diese Karte, um ihr Schwimmtempo sowie ihren Widerstand gegen Krankheit zu erhöhen und die Fähigkeit, im Wasser Ausdauer zu regenerieren, zu erlangen. Obwohl diese Karte bloß aus trockenem Papier besteht, fühlt sie sich bei Berührung glatt wie der Rücken eines Frosches mit seiner Vorliebe für Moor und Sumpf an. Cool. Okay. Können wir auch schnell ins Inventar bewegen? Rechtsklick. Barren Zinn. Badet man Erz in den Flammen, wird daraus ein stärkerer, veredelter Barren. Diese von Schmieden des Altertums entwickelte Technik wurde im Laufe der Generationen stets verbessert. Roher Edelstein, Quarz. Dieser ungeschliffene und nicht veredelte Edelstein befindet sich, also es ist einfach nur ein Stein, befindet sich immer noch in seiner Rohform, kann aber dennoch für magikale Zwecke eingesetzt werden. Und dient Weltenwandlern, wenn diese einer schnellen magikalen Stärkung bedürfen. Schön, schön, schön. Kann ich hier zufällig? Nein. Aber man muss ja mal gucken, ne? Wenn da so ein Rad ist, ob man da eventuell einmal dran drehen kann. Gucken wir uns mal auf jeder Etage hier um und wir gehen natürlich nach ganz oben, ist ja wohl klar. Ob jetzt auf dem anderen Turm da hinten auch noch so eine Karte zu finden ist, hier ist auf jeden Fall noch eine weitere Truhe. Wir haben hier noch ein bisschen gemeißelten Stein. Veredelung von Steinen bedarf Liebe und Begabung. Nur wenige schätzen die darin enthaltenen magikalen Vorzüge. Doch die Verbesserungen sind unabhängig von der Lagerzugehörigkeit eben jedenfalls der Mühe wert. Infusion der Zeit, Tempo. Durchtränken Sie Ausrüstung mit dieser Infusion, um erhöhtes Bewegungstempo zu erlangen. Sie flattert wie ein Herzschlag, eilig und verängstigt, erfüllt vom verzweifelten Bedürfnis fortzulaufen. Wovor sie davonläuft oder wohin, kann unmöglich gesagt werden. Und hier haben wir noch Porzellan. Porzellan erfordert geschickte Hände und reine Materialien, ist dafür aber dichter und stärker als ungewöhnliche Keramik. Seine glänzenden Weißtöne kommen sowohl als Haushaltswaren beim Decken von Dächern oder beim Herstellen von Fliesen zur Geltung. Schön, ja gut. Also wenn wir durch unser erstes eigenes Portal gehen, dann ist unser Inventar schon voll. Nächste Etage. Ich würde voll gern dahin springen. Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung. Wäre keine gute Entscheidung. Oh, noch eine Karte. Wieder eine Amphibienkarte. Die haben wir ja schon. Geschnitztes Holz, Hartholz. Die Veredelung von Holz zur Kanalisierung von Magik
ist eine von den Druiden im Zuge der von Ritualen praktizierte Technik, wenngleich ihre geheimniskrämerische Natur dazu führte, dass nur sehr wenig über diese Methoden schriftlich dokumentiert wurde. Treibhauskarte. Spielen Sie diese Karte, um den Erzertrag zu erhöhen, die Zeit zur Verbesserung von Pflanzprodukten zu reduzieren und die Qualität von Pflanzengegenständen auf Kosten der Effektivität anderer Materialien zu verbessern. Erzertrag wird erhöht. Okay. Ein Geschenk von John Dee, dem Druidenhäuptling. Er war der Ansicht, die perfekte Wahl getroffen zu haben. Die Druiden schätzten jedoch die Zeit, die in ihr Handwerk floss, und legten seine Karte dankend beiseite. Da oben ist noch eine Truhe. Mein lieber Schwan. Oh, ein einfacher Schirm. Dieser dünne Strohschirm ist ein Produkt der Verzweiflung, welche die Menschheit in diesen Tagen weithin heimsucht. Er hält den Regen ab, aber auch nicht viel mehr als das. Man hat ja in Trailern gesehen, dass man nach unten segeln kann, ne? Aber ich nehme an, das wird mit dem Schirm nicht funktionieren. Eieiei. Diese Salbe sorgt beim Verzehr für schnelle Gesundheitsregeneration, wirkt allerdings seltsamerweise kaum sättigend. Außerdem heilt sie sämtliche Verletzungen. Können wir zufällig das... Nein? Oh. Ausrüsten? Null? Ah, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Bin ich langsamer gefallen? Nee, ich würde sagen, es macht keinen Unterschied, oder? Haben wir irgendwo mal so eine kleine, also wo ich nicht ganz so hoch falle, eventuell? Warte mal, das ist... Wenn ich jetzt hier so runterhüpfe... Ja, ich glaube, das ändert... Ich meine, das ändert nichts, oder? Nope. 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 Das funktioniert nicht. Auswirkung eines Sturzes. Also, Gott sei Dank habe ich mir nicht die Augen zugehalten und bin einfach runtergehüpft, ey. Eieieiei. Oh. Weitere Truhe. Was haben wir hier? Infusion der Klarheit. Erhöhte Angriffsreichweite. Talisman der Moral. Dieser Talisman gewährt dem Träger verstärkten Schaden nach der Nutzung des nächsten Emotes. Okay. Tavernenkarte. Spielen Sie diese Karte, um die Wirkung von Mahlzeiten und Ruhepausen zu verlängern, langsam müde zu werden und schneller Ihre Ausdauer wiederherzustellen. Wenige Dinge treiben die Siedler der Welten so sehr zur Verzweiflung wie schlechte Mahlzeiten und ein hartes Bett. Mit dieser Karte brauchen Sie sich keine Sorgen um mangelnde Gemütlichkeit zu machen. Alles ja gut. Mensch. Also eine Theorie könnten wir da drüben auch noch hinflitzen, ne? Wisst ihr was, das machen wir auch. Wir rennen da jetzt mal eben hin. Bevor wir durchs Portal gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, weswegen ich den Schirm gerade trage. Es regnet nämlich gar nicht. Naja. So, hallo mein Freund. Ich hätte... Wow! Hörst du auf? Ich hätte deine Axt anzubieten. Okay, Axt scheint gegen die Jungs hier ziemlich gut zu sein. Vornehm, vornehm mit dem Regenschirm. Oh, guck mal. Da ist noch so eine Sprungfeder. Komm mal her. Genau, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Okay, Nocken ist das. Oh, bleib mir. Ja, vielleicht ist... Scheint vorhin... Da hatten wir, glaube ich, einen Crit dazwischen, ne? Gerade eben bei dem anderen.
Ich meine, da war ein Crit mit dabei. So, dann flitzen wir jetzt mal nochmal hier schnell an diesen Turm ran und gucken mal, ob wir hier eventuell... Ah, da ist noch so ein Piefke. Die scheinen gerade abgelenkt. Was habe ich da eingesammelt? Gebundene Borsten? Zinnbarren? Meine Güte, was... Oh, es ist aber schnell neblig geworden. Wir haben glücklicherweise ja eine Fackel dabei. Oh, die Nächte... Ah, nee, jetzt bin ich zu schwer. Oh, nee, du! Okay, da müssen wir aber zumindest noch mal eben gucken, ob wir hier eventuell irgendwo... noch ein, zwei Karten finden. Das Erz nehmen wir erstmal nicht mit. Noch oder zwei oder drei? Es ist irgendwie, ich fühle jetzt schon leicht die Sucht. Leider gibt es ja nicht so viele unterschiedliche Karten in der aktuellen Version des Spiels. Wir haben nur die drei Biome und noch einige neben und wie heißen die letzten Karten? Die kleinen Karten haben wir auch noch einige. Aber wenn es da irgendwann mal eventuell richtig, richtig viele gibt und dann auch so richtig seltene oder sowas, ne? Eieieiei, ich sehe mich da schon. Ich sehe mich da schon sammeln. Wie ein Bekloppter. Aber hier scheint es gar keine Truhe zu geben. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehe ich auf diesen zweiten Turm. Ohne Belohnung? Fünf Kisten auf dem ersten? Und die Leute, die den extra Weg gehen, die bekommen nichts? Das gibt's doch wohl nicht. Bauholz. Karte der Beständigkeit. Widerstand gegen Verletzung zu erhöhen. Okay. Wieder ein roher Edelstein. Vielleicht müssen wir doch unseren... Ich weiß jetzt nicht inwiefern. Also wir können nicht mehr springen. Ich nehme... Okay, sprinten können wir auch nicht mehr. Wir können nur noch langsam gehen. Wieder ein Brett, Keramik und Talisman. Okay. Jetzt sind wir aber richtig langsam. Eieieiei, also wir müssen mal irgendwas loswerden. Warte mal. Wir können, wenn ich hier extrahiere, werde ich dann leichter? Wo steht denn unser Gewicht? 60,92. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. 60,92. Was ist das? Steine extrahieren. Hälfte. 54, jawohl. 51. 50, ernsthaft? Na gut, dann. 49,42. Wunderbar. So, dann hauen wir uns nochmal eben was zu essen rein. Oder erstmal kurz gucken, wie es denn von hier oben überhaupt... Ja, das ist schon gut. Also so ein paar Fotos vom Hubble-Teleskop hier reinzuschmeißen, das ist schon... Sind es glaube ich nicht, aber hat eben diesen Stil. Das ist... Boah. Das ist ein geiler Effekt. So, wenigstens bin ich jetzt wieder zu schwer. Den ganzen Kram wahrscheinlich eh nicht, ne? Zumindest erstmal nicht. Das ist sowas Geiles. Das sowas, also da, das lässt mich schon so halb mit offenem Mund hier stehen, muss ich sagen. Ich finde ja unseren Himmel der Erde schon verdammt schön, ne? So mit nachts, mit den Sternen und allem.
mag ich schon sehr. Die Satelliten und so. Aber so ein Himmel hier, also das ist nochmal ein ganz anderes Level. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich müssen wir einfach nach Westen, ne? Eigentlich müssen wir einfach in diese Richtung. Moment mal. Ne, ich wollte gerade sagen, es ist ein dritter Turm. Okay, die Nächte sind jetzt hier auch nicht ganz so dunkel. Finde ich auch ganz gut. Okay, aber der Crit scheint tatsächlich auf dem Kopf immer zu passieren, habe ich den Eindruck. Das Dumme ist, wir können jetzt eigentlich nicht mehr mitnehmen. Wir lassen es auch mal. Also die Nacht hier, zumindest in diesem Biom, gefällt mir auch sehr gut. Die ist schon ziemlich dunkel, aber man kann immer noch was erkennen. Und das hat eben was dadurch, dass man so den Eindruck hat, okay, da scheint irgendwie doch noch die Sonne, aber das scheint eher der Nebel zu sein, der da leuchtet. Okay, wir müssen nach da. Hier ist auch ein Weg. Das ist hoffentlich der richtige. Überall hüpfen hier diese Jungs rum. So, hier haben wir das nächste Portal. Das würde ich hier sehr gerne wieder lesen, das Hoffnungsecho. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz gucken, ob hier irgendwo ein paar Jungs in der Nähe sind. Ja, hier sind nämlich welche. Nicht, dass sie wieder unterbrochen werden. Das wäre unschön. Ich weiß gar nicht, ob uns das irgendwie was bringt, wenn wir die auseinandernehmen. Platz haben wir ja leider nicht. Hier war doch gerade noch jemand. Da. Wow. Ja. Crit, wenn man auf den Kopf zielt. Das sieht halt echt beeindruckend aus. Mann, Mann, Mann. Hoffnungsecho freisetzen. Der Schleier zwischen uns. Überlegungen am Ende der Welt. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das sind also die legendären Welten, von denen ich so viel gehört habe, die ich so viele Jahre lang studiert habe, doch noch nie zuvor habe ich sie selbst betreten. Ihre Schönheit ist atemberaubend. Habe ich nicht gerade genau das Wort benutzt? Leben umgibt mich. Ich kann die Vögel singen hören, wo zuvor die Stille eines verschwundenen Volkes herrschte. Es gibt keinerlei Anzeichen für andere Leute, doch auch die Blässe ist nicht zu sehen. Wo auch immer ich bin allein. Mein Herz verzehrt sich nach der Welt, die ich zurücklassen musste. Ich hoffe, dass nicht nur ich entkommen konnte, dass wir eines Tages alle wieder nach Hause zurückkehren können. Ich hoffe, Sita hat ihre Ruhe gefunden. Falls sie plante, durch die Welten zurückzukehren, könnte sie immer noch da draußen sein und auf mich warten. Der Gedanke daran spornt mich an. Ich sehe in der Distanz ein weiteres Portal. Vielleicht finde ich jemanden, der etwas über meine Sayang weiß, wenn ich nur genügend von ihnen durchschreite. Halte durch, Sita. Ich werde dich finden. Mai. Und mit diesem Blick auf diesen Nebel verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Nightingale wieder. Dann werden wir ein weiteres Portal öffnen. Hier an der Weltenkartenmaschine. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Gleicher Kanalname, twitch.tv/dakikste. Da nehmen wir das Ganze hier live im Stream auf und quatschen immer zwischen den Folgen. Das machen wir jetzt auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.